Es ist Dienstag, 20 Uhr, willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind immer noch in Vanaheim, bleiben wahrscheinlich noch eine Weile und fahren die lustige Gegend. Wir sind, glaube ich, jetzt wieder beschäftigt, Freyas Hochzeitsort aufzusuchen und nicht die komische Kugel von Dingsbums. Warum heißt dieses, heißt das ganze Ding hier eigentlich immer mit dem Untertitel Fall der Göttin? Weil das die aktuelle Missionsdingsbums ist, die wir haben, oder? Was genau soll das sein? Naja, auf jeden Fall haben wir uns bis jetzt ablenken lassen mit Astrids Garten. Aber jetzt, ganz bestimmt jetzt, werden wir direkt zur nächsten Quest fahren, ohne irgendwelche Gespräche zu führen und was anderes zu machen. Sondern einfach direkt... Ach, hier ist noch ein Rabe. Okay, den kriege ich von da oben an. Ich hoffe, ich denke daran. Die Raben, das ist nervig, dass du die erst vom Wasser aussiehst und dann musst du dich daran erinnern, dass du... Okay. Okay. Also ich nehme an, wir landen dann mal... Oh ja, hier hinten ist erstmal ein Portal. Das wird nur so... Oh, das ist eine Schmiede vor allem auch. Oh, ich hab's euch vergessen, anscheinend. Vor allem, jetzt sind beide hier, ne? Hey, ihr habt was von meiner Rüstung. Das repariere ich euch einwandfrei. Wenn ihr jetzt noch meine Kugel finden würdet. Ja, ja, deine Kugel ist in Arbeit. Oh, danke fürs Einsammeln. Gar nicht mal... Na gut, doch. Das war ein Dings, glaube ich. Gerne, hab geöffnet. Ja, ja, so, nochmal Amulette. Ach so, wir können das Yggdrasil-Amulett direkt hier, wo es ist, können wir direkt aufbauen. Na, dann machen wir das auf jeden Fall. Weil da gibt es ja auch keinen Grund, das nicht zu tun, ne? Okay, also, das war ein guter Fund. So, war Lundas verlorene Rüstung, die war ja nicht so geil, oder? Nahkampf gegen die verhissene Gegner verursachen mehr Schaden. Oh, statusspezifische Damage-Boni. Nee. Ich meine, wir können das Ding einfach bauen, weil es kostet uns nichts. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. Ich hab den jetzt nicht angezogen. So, gute Raben drehen. Erhöht die Heilung durch Dingsbums. Wird das besser durchs nächste Level? Upsa. Wird es besser durchs nächste Level, ist jetzt die große Frage. Nee, das ist. Also, naja, gut, die wird für den Stadtsein war besser. Es gibt schon einen guten Grund, die zu. Wir haben jetzt gar nicht Zwergensteuer. Bin ich gut oder was? Aber so viel Zwergensteuer hatte ich da letztes Mal schon gehabt. Okay, ich entwickle mal meine Rüstung lieber gleichmäßig weiter. Aber die ist schon auf Stufe 4. So, die Brüst, die braucht gleich 8 Stück. Na gut, dann machen wir über das, weil ich glaube, die Brust gegen Dings weiterzuentwickeln ist, glaube ich, erstmal wichtig. Gut an. So, Judy, den haben wir die Wittrüstung gelevelt. Dann bräuchten wir Asgarder Barren. Ja, super. So, jetzt reicht es natürlich nicht für die anderen Dinge, weil mir noch einer fehlt. Ich nehme gut, mir wurde schon langsam langweilig. Nehme mal nicht Familienwappen, an. Die nehme ich. Aha, ja, nee, super. Ich nehme mal nicht an, dass er mir direkt den Stahl verkaufen würde, oder? So, Auferstehungssteine habe ich sogar. Also ich habe noch eine einfache. Ich bräuchte mal einen besseren, ne? Ne, den Scheiß gibt es hier noch. Den brauchen wir nicht. Brustrüstung, Amulette. Können wir auch nicht machen. Axtdinger. Warte mal, hier könnten wir eventuell mal unseren Griff der... Was macht das Ding? Ja, das ist okay. Das brauchen wir nochmal. Ich glaube, das ist immer noch eins der besseren Artefakte, die ich hier haben kann. Dieses Griff-Ding, sie, ne? Bis ich halt irgendwann mal eines Tages den hölzernen Knopf... richtig viel Geld. Ich bin pleite. Verdammt. So, Knopf wieder täuschen. Na gut, haben wir kein Erdsteinholz. Das wird aber nix. So, Steinmauerschild. Nö, furchtbares Schild. Uns mangelt es echt nur an Geld. Aber gleich richtig viel. Das wird aber nochmal ordentlich 15 Abwehr mehr bringen. Das wäre schon ganz geil. Und etwas für Freya? Wir können ja Schwert leveln. Trungwar. Dann haben wir noch Schlag mit Wuchtzung für den Gegner mehr Betäubung zu. Wie viele Level hat das Ding? Okay, das Ding hat nur 2 Level. Fresspersönliches Schwert, ein Kriegswaffen, eine Stätte der Warnmagien. Ja, super. Suchst du was Bestimmtes? Ja, mal gucken, wie viel Geld ich noch so habe. Ich könnte jetzt hier die Schulterstücke des Glanzes verkaufen. Die würden mir halt 1000 herkommen. Ja, ich nehme den Scheiß. Ja, nimm hin. Das Ding kann auf jeden Fall weg. Die Panzerhandschuhe des Glanzes. Jetzt ja, geht doch endlich her. Dieses Ausweichen in letzter Sekunde ist halt irgendwie ganz geil eigentlich. So, also jetzt, wie viel Geld habe ich denn? Jetzt habe ich jetzt 5000. Ja, ich habe 5000. Dann müssen wir den Rest nicht verticken für 3, für ein Apfel und ein Ei. Dieses Ausweichen. Stellen wir mal was her. Dieses Ausweichen in letzter Sekunde war im Vorgänger eigentlich immer ganz praktisch mit den. Wie haben wir das gemacht? Mit dem Quasi-Amulett war das. Das ist auch oft passiert. Aber ich finde es halt auch nicht so geil. Das kostet 3500, das Ding so auszubauen, ne? Das Bonus. Ja. Ja, nee, wir bauen erstmal das Schild selber aus. Den Rest können wir auch noch mal anders machen. Damit teilst du ordentlich aus. So, na gut, für den Rest brauchen wir glänzende Regierung. Was haben wir guckst du so? Willst du noch was sagen? Ja, können wir noch eine Rüstung für Freya bauen? Da bräuchten wir noch eine. Ja! Das kann ich nicht aus. Ich muss das von hier aus, glaube ich, machen. Okay, das war richtig.
Kugel gefunden? Nein, wann denn? Boah. Irgendwas Aufschlussreiches? Ich krieg ja Traumata, wenn mich Leute an nur sowas fragen. Das macht der Eisbär zum Beispiel voll gerne. Das ist, Leute, ich hab mir am Samstag telefoniert, dass ich irgendjemand am Montag anrufen soll. Telefonieren wir am Sonntag wieder. Hast du schon angerufen? Nee, das war noch kein Werktag. Wann denn? Lebendiges Meisterwerk. Es gibt wahrlich kein großartiges Medium als lebendige deine Baum. Jeder Ast eine Leinwand. Diese mächtigen Älteren und ich arbeiten Hand in Hand, um das Unmögliche möglich zu machen. Meine Hand mag vielleicht führen, meine Verbindungen und Formen mögen ein Muster beschreiben, aber durch das Gedeihen dieser heiligen Riesen nimmt meine Arbeit Form an. Möge meine Kunst stets über die Köpfe all jener hinausragen, die sie sich ansehen wollen. Sie ist nicht für euch. Weißt? Das haben wir da auch ganz zu sagen, dass die Kunst nicht für dich ist. Das funktioniert nicht, ne? Okay. Wie war das mit diesen Schatzgoblins hier? Ah, geschafft. Voll gemein. Geschliffenes Metall. Oh, Zwergenstahl. Ich hab kein Geld, ne? Ah, Mist. Und 119 Hacksilber. Das wird wohl nicht ganz reichen für mein Armor-Upgrade, nehme ich mal stark an. Kratos. Werteste. Ja, warte mal, Freund Blasert, willst du denn hier für dein Upgrade für meine Handschuhe haben? 6500? Junge! Was hat dir für Freudenhauspreise? Ja, das werde ich mir nicht leisten können, dass ich alles verkaufe, oder? Ja, nee. Oh, wir haben noch was zu besprechen, oder nicht? Haben wir? Nö, haben wir nicht. Ja, nee, also ich würde liebend gerne hier... Oh, was müssen wir noch? Dieses Wappen. Es gehört mir. Okay, das sind nochmal 1000 Geld, aber das reicht trotzdem nicht. Ein Wappen mit Freyas und Freyas Familiensiegel drauf. Mit Njörd und Skadi. Eine Familie, die einst alle Edlen und Weisen an dem Wahn und Wanaheim selbst verkörperten. Und da musste Odin alles verbocken, stimmt's? Hat Freya geheiratet und dann Midgard eingesperrt? Und hat jene, die sie lieben, Glauben gemacht, sie hätte sie verlassen. Und dann führte der Schweinhund ihren langsamen, brutalen Krieg gegen eben die Menschen, denen er geschworen hat, sich ihnen gegenüber anständig zu verhalten. Angesichts dessen überrascht es vielleicht nicht sonderlich, dass das Wappen verunstaltet wurde. Viele Wahnen empfinden beim Gedanken an Freya nichts als Schmerz. Man hofft, dass wir das alles ändern können. Erstmal, ich mache ein langes Ding, bis sie es vergessen haben. Ja, das ist witzig, ne? So, ich glaube nicht, dass wir von hier aus hinten treffen, oder? So weit fliegt die Axt einfach nicht. Selbst wenn aufgeladen nicht, oder? Ne. Immerhin ist es jetzt transparenter als im letzten Teil. Da flog die Axt nämlich nochmal wesentlich. Achso, wir hätten sowieso hier rüberfahren können. Da flog die Axt nämlich noch wesentlich weiter als hier, fand ich. Und kam mir am Ende trotzdem nicht an. So, ich erwarte übrigens einen schweren Kampf da vorne und wahrscheinlich gleich. Oh nein. Kann ich schleichen und den Erstschlag kriegen? Reattack! Vorsicht rechts! Bumm! Alter! Schöner Schlag, Kratos! Das Schöne ist, dass die Jungfrau runter, wenn das passiert. Boah, wie viel denn noch von diesen Viecher? Wirklich? Das ist die Geschirr neu, oder? Okay, die Hexe geht aber mega gut kaputt. Und da bricht er im Versuch, Nachbarn zu beschwören, bis es zu spät ist, diese abscheulichen Wesen nicht überrennen. Okay. Na gut, das war jetzt doch gar nicht so schwer mit der Hexe. Also ich dachte, die Hexen machen mir jetzt hier wesentlich mehr Probleme, als das jetzt der Fall war. Ich hätte voll taktisch vorgehen können, die Hexe warten können, bis die Hexe unter so einer Pflanze. Ist ja noch ein Geist! Was für eine Torheit. Gunhild! Ja, grüß dich. Was ist los? Ich starb. Und ihr werdet mir helfen. Natürlich, Gunhild. Doch zu welchem Zweck? Als die Einherjahr kam, mussten wir uns irgendwie wehren. Mein Vorschlag war Seidelmagie. Ich verstehe deine Verzweiflung, aber das war töricht. Eindeutig. Ich hatte das Glück, getötet zu werden, bevor mein Geist verdarb. So wie ihre. Ihr müsst sie befreien. Natürlich. Seidr-Magie ist so schonungslos.
Eine Qual für diese armen Seelen. Dann schenken wir ihnen den Tod. Aha. Das Ding ist aber, das muss mir jetzt jemand genau erklären, wie die Sedre-Magie jetzt sich unterscheidet von der Warnmagie und warum sie sich für die Sedre-Zeug entschieden haben, wenn es das Warnzeug auch getan hat. Also, okay, noch zwei Runden, war. Ändert das irgendwas? Ne, das macht nur Bumm, ne? Das hätte ich halt im Kampf nutzen können. Na guti, dann müssen wir mal gucken, ob hier noch so eine Drehdinger für die Dingenstruhe ist. Aber wie heißen die jetzt gleich nochmal? Die... Verdammt, diese komischen Orakelviecher, die diese Truhen halt überhin stellen. Die Seelen meiner Freunde sind immer noch verdorben, oder? Ja, ich weiß nicht, hat, die Freiheit des Todes. Das hat sich in den letzten 3 Sekunden nicht geändert. Welche Überraschung. Ding dong, die Hexe ist tot. Gute Sedre-Magie. Aber hey, man rennt hier keinen Herrscher rum. Also irgendwie hat sie doch geklappt, ne? Also. Können wir vielleicht von hier oben irgendwie was sehen? Da hängt immer noch. Achso, da hinten hängt eine Kette runter. Achso, warte mal. Was ist denn das? Ach ja, hier ist so ein. Dort ist noch ein Gold. Warte mal, das brauchen wir. Das Gold sage ich nie nein. Ach, ich sag mal welches. Das bei meiner Armut, wie konnte ich das denn übersehen? Wenn ich das jetzt hier... Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Ja, geht das nicht. Ist... Nicht, wenn die Ranken im Weg sind. Oh, von da. Hier unten kommen wir wohl nicht ran. Freya, niemand hat dich um deine Meinung gefragt. Wir kommen hier super ran. Man muss nur wollen. Okay, wir machen es mal auf. Ich jetzt stundenlang drum rumprobiere. Also wahrscheinlich geht's wirklich nicht, aber also an sich sollte es funktionieren, oder? Weil das ist ja eigentlich. So, Bob. Machen wir halt von hier. Achso, nee, wir brauchen zwei Bubblen brauchen wir schon. Ne, überlappen nicht. Mist. So, jetzt aber. Komm ich auch noch ran? Naja. Denn hier? Auch nicht. Da komme ich ran. Okay, super. Ja, das könnte sogar noch reichen, oder? Weil ein bisschen die Geduldsprobe hier für mich, das ganze Ding. So, jetzt aber. Ach nee, warte, die müssen im Kern übereinander stimmen, ne? Ja. Nein! Auf ein neues. Also. Das Ding kann eigentlich klein sein, das ist relativ egal. Okay, das reicht. So, jetzt haben wir es. Das hat wohl geklappt. Yay, nach nur 2 Stunden die Mechanik. Ich bin ja so K.L.U.K. Ich hatte aber jetzt mit einem Sprung die Spur auf. Das wäre witzig gewesen. 516 Haxe, aber da kann ich mir nicht schon kaufen. Ich brauche mehr von diesem Geld. Der Zwerg will 5000 haben. Ja, natürlich trifft mich das. Schrecklich. Naja. Tja, ist ja schlimm. Finden wir noch was. Noch mehr von Lundas alter Rüstung. Jetzt haben wir fast den kompletten Satz. Alles voll gut, weil die kann ich gleich verticken, die Rüstung. Die will ich zwar nicht haben, aber... was ist das? Oh nein! Nein! Hoffentlich, warte, das könnte reichen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Na gut, ja, ich nehm's. Ich repariere meine alte Rüstung gern für euch. Hey, habt ihr zufällig die Kugel gefunden, die ich suche? Nein, Lunde habe ich immer noch nicht, aber... Was macht denn diese komischen Geräusche?
So. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt so, hier, Wunder. Dann nimm mal deine komische Rüstung wieder hin hier. Soll was Besonderes sein? Artefakten 1000? Irgendjemand muss sie schützen. Auch wenn die Wahnen nicht wollen. Da habe ich Lundas verlorene Armschiene schon verdammt. Ach nee, ja, so, hier ist das Ding noch. So, dann brauchen wir Niederwilliers bester Hilfsschutz. Den will ich ja die ungern verkaufen. Vielleicht brauche ich den, aber hier das Ding hier. Das brauchen wir echt nicht. Ja, ja, ich nehm's. So. Dann habe ich mich wieder verklickt. Ne, er hat noch was zu sagen, was nicht. Und woher kennt ihr beide euch? Oh, ich darf keine Gildeninterne ausplaudern. Das unterliegt strengster Geheimhaltung. Verzeihung? Kurz gesagt haben Brock und ich lange gewisse gemeinsame Interessen genossen. Genau, wie uns in Schwierigkeiten zu bringen. Und dich dann wieder zu retten. Was? Das stimmt nur zum Großteil. Gut, beantworte das deine Frage. Ausführlich genug, schätze ich. Oh. Ach, das Schwein ist auch da. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, Brock. Nee, der Hund. Wenn Lunda, so wie du, zwischen den Welten herumreisen kann, kennt ihr euch doch bestimmt aus der Gilde. Vielleicht. Oder ich habe ihr nur ein bisschen was gezeigt, während wir uns volllaufen ließen. Oder ich habe es ihm gezeigt. Du weißt nichts über uns, Schlauberger. Jetzt weiß ich auch, was die ganze Zeit die Geräusche machen. Der komische Hund liegt da. Lunda, weißt du zufällig, wie es kam, dass deine Licht- und Dunkelalbenfreunde zusammen sind? Du meinst Pigbir und Baylor? Tja, sie wurden von der einen oder anderen Seite gefangen genommen. Oder von beiden? Sie flohen zusammen, waren auf der Flucht und sind seitdem absolut unzertrennlich. Ein Dunkel- und ein Lichtalb fliehen gemeinsam vor ihrem Volk. Gefährlich. Sich zu verlieben ist immer gefährlich. Deshalb macht's doch Spaß. Das ist so quietschig. Das Gleiche gilt auch für heißgemachten Käse. Lunda. Was weißt du über Pirgir, den Springer? Nicht viel. Er ist nicht gerade gesprächig. Soweit ich weiß, folgte er eine Zeit lang dem Weg des Springers. Dann sah er etwas, was ihn den Weg verlassen ließ. Sofort. Weißt du, was er gesehen hat? Nicht wirklich, aber ich glaube, er sah, was am Ende des Weges war. Und es hat ihm nicht sehr gefallen. Herauszufinden, dass sie die ganze Zeit Odins Marionetten waren, muss ihm einen gewaltigen Schlag versetzt haben. Es war für mich übrigens nicht klar, dass der Typ ein Springer ist, aber gut. Das sind, glaube ich, die ganzen Fragen, die wir schon im Freys Camp gestellt finden können. Ja. Wie geht's so? Mir geht's gut. Oh, na, weißt du, du siehst auch gut aus. Was? Oh. Oh. Vielen Dank. Gern geschehen. Ha! Nun da! Du hast dich kein bisschen verändert. Irritierend. Aber wir haben den Dialog erschöpft. Also insofern bin ich ganz glücklich. Dafür, dass wir eigentlich noch eine Quest haben und ich noch eine Rüstung ausbauen wollte. 6500! Oh, wo soll ich die denn herhaben? Oh, Freunde, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Ich könnte jetzt hier irgendwie anfangen, Ressourcen zu verkaufen, aber okay. Dann verkaufen wir natürlich noch. Ja, dann müssen wir die beiden Armschienen verkaufen. Das ist alles nichts. Das tragen wir eh nicht. Ich will ja jetzt die Upgrades haben und nicht später. Und ich kann die Dinger ja immer zurückkaufen. Ne? Also, so, hier, Armschiene, Rahmentruck. Warte mal, ich hab neuen Zwergenstahl? Nein, jetzt bringt mir nichts. Verdammt, bin ich gut oder was? So, genau. Und jetzt bräuchte ich für die nächste Stufe die Askalabayende. Jetzt könnte ich natürlich den Gurterrahmentränen auch noch ausbauen. Ich hatte doch gerade übel Mangel in Zwergenstahl. Aber leider mangelt es mir jetzt massiv an Geld. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, wenn jetzt schnell mit dem Pulli ausgeht. So, machen wir das noch schnell mit den Dingens. Also schnell vor allen Dingen. Versuchen wir das hier mal zeitnah abzuschließen mit diesen Seelen von den Dings. Das Lieren des Bifrost. Oh, das meintest du mit Lilo. Das hätte ich doch einfach sagen können, das hätte ich gewusst. Weil die Einherrscher hauen ja immer ihren Scheiß raus und das ist ja Lieder. Man kann Freya selber klettern, das ist sehr beruhigend. Nicht wie Sohn am Anfang, den man mal durch die Gegend schleppen musste. Das war mal ein bisschen lästig. So, dann haben wir wieder ewig. Kratos, jetzt hier nicht wieder runterfallen und nicht über den anderen Quatsch. Da lang müssen Seder sein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, das sagt sie jetzt. Wenn wir lieber die ganze Zeit hochspringen können, dann bitte, nehmen wir halt. Bitte beende ihr Leid. Ja, ich bin ja dran. Ich habe noch nie versucht, eine Kette hochzuklettern. Aber ich glaube, ich bin die. Wie ist es, zurück zu sein? Als wäre ich gar nicht zurückgekommen. Alles hat sich verändert. Ich bin hier eine Fremde. Das Gefühl kenne ich.
Danke, dass du mich daran erinnerst, Rob. Ja, ich wollte noch nicht irgendwie schon mal vergessen. Ja, gut, dann zeichnen wir irgendwelche Symbole. Das Wurmbart ist da drüben erschienen. Siehst du? Ja, super. Megin. Das lese ich jetzt ja nicht gerade direkt, aber... Jetzt sollten wir an den Hochzeitsort gelangen. Ach, das war unser Ziel. Nee, warte mal, das war jetzt eigentlich gar nicht mehr im Plan, also... Warte mal. Nicht Dinge aufmachen, das ist doch aus der Wand drin. Oh. Oh. In diesen Pflanzen ist Loot drin. Warum sagt mir das denn niemand? Ja, nee, super, aber das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich... Ach, warte mal, was ist das hier? Okay, das ist, also haben wir schon mal noch eins von den Dingern. Die sind echt gut versteckt, ne? Das muss mir noch einer sagen, dass das gut drin ist. Hm? Achso, was liegt denn hier? Gut, aber Schlackerablagen brauche ich glaube ich gar nicht mehr, ne? Das bringt mich jetzt nicht so weiter. So Y und R müssen wir hinkriegen. Aber ey, ich kenne sich niemand was drehen. Okay, R ist gekauft. Nee, zählt nicht. Das Ding hier. Ja, jetzt mal so einfach funktionieren würde. So, jetzt brauchen wir noch einen auf jeden Fall. Ich bin auch dran. Okay, das ist ein bisschen lächerlich, dass man so anscheinend Ressourcen kriegt. Mich darauf keiner hingewiesen hat. Touché auf jeden Fall auch an den Menschen, der diese Dinger hier versteckt hat. Das ist echt gut gelungen. Mit den... diesen Drehkreuzen. Die waren selten so gut versteckt wie hier. Das ist erstmal echt Schwierigkeit, aber welche zu sehen. Das kann ja das letzte Ding sein. Wahrscheinlich, wenn es von hier oben zu sehen ist, zu einfach. Ja, nee, aber das heißt, wir kommen ja mit unserer Nebenquest hier gar nicht weiter, ne? Weil ich wollte ja eigentlich das hier mit der Seele der Toten machen, aber wenn diese Brücke hier sich hier gerade massiv weigert... Betrug! Das ist schon mal gut. Ich kann das hier easy treffen, das Ding. Die Axt kommt an. Oh. Okay, doch nicht Betrug. Ja! Bonk. Ja, Freya, mach doch mal hier Magie oder so. Ich meine, die ging doch sonst immer so gut bei dir mit Zaubern. Ne, dann können wir, glaube ich, jetzt echt nichts machen, ne? Kommen wir da rüber? Hilft mir die Karte in irgendeiner Weise? Ja, nee, hab ich nicht. Hm, ja, da habe ich jetzt auch keine klugen Vorschläge mehr. Würde ich aber trotzdem gerne noch die Truhe hier hinkriegen. Und dass ich die Sachen selber einsammeln muss, macht mich auch ein bisschen fertig. Was soll denn das letzte Ding noch sein? Wahrscheinlich wieder mega seeseitig. Hä? Solange sie diese Welt noch heimsuchen, muss ich es auch. Ja. Das ist ja schön und gut. Ja, denke ich mir auch die ganze Zeit. Weil ich dieses letzte Drehding nicht mehr sehe. Was ist denn das ist wirklich also, hervorragend gut versteckt, ne? Man kann natürlich einfach im Wasser rüber warten, dann wären wir auch da, ne? Tja. Hier, ach, doch mal, was ist denn das hier noch? Da sind auf jeden Fall so lustige Pflanzen. Wie nah kommen wir denn da ran? Warte mal, ich sollte vielleicht ein bisschen... Oh, das ist ja richtig dumm. Haha! Jetzt muss ich wieder zurückspringen. Aber hey, wir haben das mit der Crew rausgekriegt. Ich bin ja sowas von klug. Man glaubt es gar nicht. Ah, wir brauchen ein R. Verdammt. Nee. Was sagt das, dass das eigentlich nicht treffen kann? So, haben wir. Das hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Aber hey, wir haben die Truhe offen. Und können damit dann... Oh, ein weiteres Wuthorn. Yay, maximale Rage erhöht. Schön. Hier. So,
war das gerade für ein Geräusch? So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder Ragnarök, God of War und ich mir irgendwelche tollen anderen Lösungen einfallen. Ich glaube, bis dahin fahren wir erstmal zu Freyas Hochzeitsort und danach fällt uns bestimmt ein, wie wir da zu den anderen Orten hinkommen. Irgendwie.